Ach nee, wirklich, ich kann es nicht trinken. Ich bin gespannt. Zwei Geschmäcker, Vanille-Butterkeks und Schoko, aber auch nicht für den Preis. Schmecken tut's nicht, die Nährwerte sind schlechter. Doch, ich finde die gut. Glaube ich, das schlimmste Protein, was ich bisher hatte. Hello, zu einem neuen Video. Finally. Finally in zwei Hinsichten. Zum einen, dass ich überhaupt wieder ein Video hier hochlade und zum anderen, dass es dieses Video hier ist, weil ich euch ja so lange habe vertrösten müssen. Zumindest, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann werdet ihr das mitbekommen haben. Dieses Video hier steht schon sehr lange in den Startlöchern. Ich habe aber die ganze Zeit noch auf eine Marke gewartet, die ich unbedingt hier mit drin haben wollte. In meinem zweiten XXL veganes Proteinpulvertest-Video. Das war kein Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst ja, was ihr euch hier anschaut. Wir haben heute tatsächlich auch Samstag, den 6. August. Das heißt, ihr seht das Video morgen. Also wir sind hier brandaktuell. Ja, wie gesagt, das ist der zweite Teil. Ich glaube, vor fast ziemlich genau einem Jahr den ersten Teil davon hochgeladen. Auch super viele Marken getestet. In diesem Video hier habe ich komplett neue Marken mit drin. Drogerie mit drin. Ich habe internationale Marken mit drin. Also tatsächlich sowas wie Tropica aus Australien. Die ganzen Klassiker an Instagram-Marken. Die habe ich hier jetzt noch ergänzt, vervollständigt für euch getestet. Wir schauen uns natürlich, wie ihr es gewohnt seid, Zutaten, Nährwerte, Geschmack, Konsistenz und den Preis an. Das alles wird bewertet. Das war eine Menge Arbeit. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich hoffe, ich kann euch damit irgendwie weiterhelfen. Dieses Video hier ist übrigens auch nicht gesponsert, also von keiner Marke. Wenn ihr da Bescheid wisst, also das alles selbst bezahlt. Ja, ich höre jetzt am besten auch auf zu quatschen. Das Video wird lang genug sein. Falls ihr übrigens wegen einer bestimmten Marke hier seid, ab in die Infobox. Ich werde alles mit Timestamps verlinken. Also, ja. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wir starten jedenfalls mit denen aus der Drogerie. Unter dem letzten Video hatten einige geschrieben, dass sie es nicht gut finden, dass ich es in Wasser getestet habe und dass ich alles mit der gleichen Menge an Wasser getestet habe. Ich habe mich jetzt trotzdem entschieden, das bei diesem Test wieder so zu machen, weil ich finde, so kann man das halt besser 1:1 vergleichen. Ich werde alles in 250 Milliliter Wasser, weil ich persönlich meine Shakes zum Beispiel eh mal mit Wasser trinke, und 25 Gramm testen. Und wie gesagt, wir starten mit Drogerie, und zwar Naduria. Naduria gibt es bei DM, ist auch eins der günstigeren, aber tatsächlich nicht so günstig, wie man vielleicht denkt, dafür, dass es aus der Drogerie ist. Ich habe alles an Kosten auf 1 Kilo gerechnet. Und hier zahlt man für 1 Kilo 31,50 Euro. Die Zutaten sind Erbsenprotein, Sojaprotein, Dattelpulver, also hier wird mit Datteln gesüßt, und Bourbon-Vanille. Und that's it. Also es sind tatsächlich nur 4 Zutaten. Erstens ist halt mit Sojaprotein, was heißt, ich werde es euch dann auch immer dazu sagen, ob es eben mit Soja ist oder nicht, weil viele das ja auch zum Beispiel einfach nicht gut vertragen. Wenn ihr das gut vertragt, Soja aber überhaupt kein Problem. Gesüßt wird hier mit Dattel, was für viele ja vielleicht auch ganz cool ist, weil ich weiß, dass einige zum Beispiel auch keine Süßungsmittel oder so erstens vertragen, zweitens vielleicht auch einfach nicht mögen. Okay, also die Konsistenz ist gut, was oft an dem Sojaprotein liegt, weil Soja eben nicht so diese sandige, man oft bei Erbsen- oder Reisprotein hat. Also dadurch wird die Konsistenz schön cremig. Ansonsten muss ich sagen, bin ich insgesamt gerade sehr positiv überrascht. Es hat auch eine schöne Süße. Also ich hatte, glaube ich, so ein bisschen die Befürchtung, dass es zu natürlich schmeckt. Aber ich finde, das haben die gut gemacht. Gefällt mir richtig gut. Vor allem ist ja auch kein, es ist ja kein Aroma drin. Es ist ja wirklich einfach Bourbon-Vanille. Dafür sind die Nährwerte allerdings nicht so gut. Wir haben hier auf 100 Gramm 60 Gramm Protein. Und dadurch, dass das halt mit Datteln gesüßt ist, aber relativ viel Kohlenhydrate bzw. auch Zucker. Das Ganze eben auf 385 Kalorien. Aber Geschmack ist tatsächlich deutlich besser als erwartet. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf Nummer 2, und zwar Purja. Ich glaube, das gibt es auch im Rossmann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich persönlich habe es halt auf jeden Fall im Alnatura gekauft. Was ich halt mega praktisch fand, war, dass es da diese Probierpäckchen gab. Und was hier aber direkt auffällt, ist, dass die Konsistenz wässriger ist, was auch an den Zutaten liegt. Wir haben hier nämlich einen Proteinmix aus Reisprotein und Sonnenblumenprotein. Süß mit Kokosblütenzucker. Wir haben natürliches Vanillearoma, Guarkernmehl, um die Konsistenz reinzubekommen. Und dann ist noch Rapsöl mit drin. Tatsächlich eins der teuersten, was vermutlich auch an der ganzen Bio-Geschichte und was liegt. Auf jeden Fall kostet es auf 1 Kilo 39,80 Euro. Unterschied ist halt jetzt, wie gesagt, zum einen gesüßt mit Kokosblütenzucker und hier ist halt eben kein Sojaprotein. Man merkt definitiv die Reisbasis. Also es ist sehr, sehr sandig. Und ich finde, man merkt auch, dass diesmal mit Aroma gearbeitet wurde. Also es ist eine andere Vanillenote. Ich weiß auch nicht, warum da Rapsöl drin sein muss, ehrlich gesagt.
vielleicht auch konsistenztechnisch. Wir haben 419 Kalorien, 76 Gramm Eiweiß. Also auf jeden Fall, was Protein angeht, deutlich besser als jetzt Naduria. Und wir haben auch weniger Kohlenhydrate. Es schmeckt auf jeden Fall auch weniger süß. Also Fazit von den Vanille aus der Drogerie. Naduria, was Konsistenz und Geschmack angeht. Was die Nährwerte hingegen angeht, pur ja. Starten wir mit Schoko. In Vanille ja das von Naduria noch mit dabei, aber das habe ich irgendwie nicht... Also gab es bei mir irgendwie nicht in Schoko? Ich weiß nicht. Deswegen habe ich jetzt nur das von Purja. Hier haben wir, was die Zutaten angeht, glaube ich, diesmal ein bisschen anderen. Hanfproteinpulver, Kürbiskernprotein, Sonnenblumenprotein. Dann haben wir Kakaopulver, gekeimte Leinsamen, gesüßten Kokosblütenzucker und Agavenpulver, gekeimten Quinoa und Karo. Nährwerte sind 376 Kalorien und nur 35 Gramm Protein. Also für mich ist das irgendwie schon kein... Proteinpulver mehr, also wirklich, to be honest. Aber wir werden es natürlich trotzdem testen. Preistechnisch sind wir übrigens wieder bei den 39,80. Taste-Test, ich bin gespannt. Also ich schmecke das Hanfprotein sehr intensiv, ist ja auch an erster Stelle. Das Kürbiskern- und Sonnenblumenprotein tragen wir jetzt wahrscheinlich auch zu dem Geschmack mit dabei. Dieser kernige Geschmack, danach schmeckt es hauptsächlich, muss ich sagen. Also es ist für mich jetzt auch nicht wirklich... Schokomäßig und ihr seht das vielleicht so ein bisschen, es setzt sich ultra da unten ab. Schmecken tut's nicht, die Nährwerte sind schlechter. I'm sorry, aber ich glaube, das ist wirklich mit eins der schlechtesten Proteinpulver, die ich je getrunken habe. Wir machen jetzt aber weiter mit den importierten Marken sozusagen. Und zwar starten wir mit einer Marke, nach der sehr, sehr viele gefragt hatten. Protein Works. Anscheinend, weiß ich nicht, schalten die vielleicht irgendwie viel Instagram-Werbung oder so. Es kam echt häufig. Hier haben wir an Zutaten. Sojaprotein, Erbsenprotein, Kürbiskernprotein, Sonnenblumenprotein, Reisprotein. Dann haben wir Aroma mit drin. Gesüßt wird mit Sucralose. Und dann ist hier ein Digestzyme. Probiotika, Präbiotika, so Zeug. So, wisst ihr? Glaube ich. Hier musste ich auf jeden Fall keinen Zoll zahlen. Und tatsächlich auch das zweitgünstigste Proteinpulver. Das ist genau der Geschmack, wenn ihr meinen letzten Proteinpulvertest gesehen habt, also von letztem Jahr. Alpha Foods. Schmeckt wirklich ganz genauso, die Konsistenz ist genauso. Es ist sehr künstlich für mich vom Geschmack her. Nährwerte sind dafür richtig gut, also 377 Kalorien und wir haben auf 100 Gramm 87 Gramm Protein. Kaum Kohlenhydrate, kaum Zucker, weil hier halt mit Zuckerdose gearbeitet wird. Dementsprechend, also die Nährwerte sind halt krass gut. Und wenn ihr Soja mögt und eher so diesen, für euch eher nach diesem klassischen Shake schmecken soll, was ja dann, also bei Whey-Protein auch häufig eher so in die künstlichere Richtung geht und auch dieses sehr, ja, cremige, dann ist das, glaube ich, echt was, was vielen gefällt. Jetzt kommen wir zum, ich glaube, zweitteuersten. Und zwar... von Lily Sabri, spricht man sie so aus, ist ja eine YouTuberin und sie hat auch ihre eigenen Produkte. Auch Riegel, die habe ich auch schon getestet, habe ich jetzt nicht krass vom Hocker gehauen, muss ich sagen. 364 Kalorien, aber wir haben nur 56 Gramm Protein. Zutaten sind Erbsenprotein, dann haben wir Kokosprotein, Aroma ist auf jeden Fall mit drin, Maca. Wird ganz interessant, weil das haben wir gleich auch nochmal. Chiasamen, Leinsamen, Magnesium ist mit drin, Calcium, also noch so verschiedene Zusätze einfach. Also es ist auch ein Superfood-Protein, also mit Vitaminen, Mineralien. Und es riecht aber krass so Keksteig-mäßig. An die 60 Euro und zusätzlich nochmal, ich glaube 6 Euro Zoll waren es. Also irgendwie schmeckt... Also erstens schmeckt es nicht gut. Zweitens ist die Konsistenz auch richtig... komisch, die Chiasamen da drin, finde ich weird. So ein Shake trinkt man ja irgendwie eher so nach dem Fitness, wenn man irgendwie noch draußen ist oder so. Oder man halt gerade noch im Gym ist oder was weiß ich. Und da hätte ich dann irgendwie die ganze Zeit Angst, dass ich Chiasamen zwischen den Zähnen habe. Säuerliche Note irgendwie mit drin. Vielleicht liegt es auch am Maca-Pulver oder den ganzen sonstigen Sachen, die da noch so mit drin sind. Es ist vielleicht ganz cool, dass man das direkt mit drin hat. Wobei ich mir auch so denke, das ist dann halt so zugeschnitten. Und wenn du das schon selber supplementierst, kann es ja auch irgendwann too much werden bei manchen. Gibt es ja auch ein zu viel. Im Vergleich zum anderen überzeugt mich das für den Geschmack dann definitiv nicht. Und vor allem auch nicht für den Preis. Last one und tatsächlich auch das, worauf ich mit am gespanntesten war. Und tatsächlich auch das teuerste. Vielleicht hängt das eine so ein bisschen mit dem anderen zusammen. Jedenfalls ist es Tropica aus Australien, kommt die Marke. Kenne ich von der YouTuberin Sarah's Day. Und kostet, also wir haben hier zwei verschiedene. Ich glaube, wir haben insgesamt drei verschiedene in ihrem Shop. Ich habe mich jetzt für das Lean Protein entschieden. Hier einmal das Fit Protein. Das ist die Edition von Sarah's Day.
ist dahingehend auch nochmal teurer, als das hier eh schon ist. Und zwar kostet dieses hier 70,26 Euro auf ein Kilo. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich irgendwo verrechnet. Ihr dürft mich auch gerne korrigieren. Und für das hier 63,36 Euro. Und zusätzlich habe ich noch 12 Euro Zoll gezahlt. Also, wenn sich das nicht lohnt, dann... Wir starten hier erstmal mit dem Lean Protein. Erbsenprotein, Reisprotein, Kürbiskernprotein. Dann haben wir eben auch Maca drin, wie gerade eben auch schon. Vanillearoma. Gesüßt wird auf jeden Fall mit Stevia. Genau, solche Digestive Enzyme. Zimt mit drin, Monkfruit. Auch so, ja, so noch mit dabei. Fancy Zutaten, Kurkuma haben wir mit drin. Also ich bin mal sehr gespannt. Die Nährwerte angeht. Moment, das musste ich umrechnen. Hier alles immer nur in Kilojoule angegeben ist in Australien. Hier 413 Kalorien und 66,5 Gramm Protein. Man schmeckt sehr das Maca raus. Und Zimt schmecke ich auch. Die Konsistenz finde ich gut. Generell bin ich irgendwie positiv überrascht. Mir hat eine Followerin geschrieben, dass sie sich das auch geholt hat und irgendwie voll enttäuscht war. Ist halt dann immer so die Frage, mit welcher Einstellung man an das Produkt rangeht. Also ich bin jetzt gerade im Moment positiv überrascht, auch von der Süße. Es ist süßer als erwartet und für mich schmeckt es nicht wirklich vanillig. Nee, also der Maca-Geschmack finde ich übertrumpft hier und ich finde Maca so eine karamellige Note manchmal ein bisschen. Also für mich wäre das irgendwie eher so ein Karamellprotein. Aber ich finde die Konsistenz echt gut. Also ich finde es tatsächlich... lecker. Dann machen wir das von Sarah, das Fit-Protein. Wir haben auch wieder Erbsenprotein, Reisprotein, Kürbiskernprotein. Dann haben wir Cookie-Dough-Aroma, Kokosnussmilchpulver, Kakao, MCT, Guarkern, Maca ist mit drin, Stevia wieder zum Süßen, wieder Digestive Enzymes und Monkfruit. Hier die Nährwerte angeht, sind es wieder 413 Kalorien, aber hier haben wir mehr Protein und zwar 70 Gramm. Stimmt, habe ich vergessen dazu zu sagen. Also das ist jetzt nicht... Geschmack Vanille, sondern Vanille Cookie Dough. Gefühl, das ist weniger süß als das hier. Hat schon so wirklich diesen bisschen Cookie Dough Flavor. Die Konsistenz finde ich auch wieder richtig gut. Also ich muss sagen, erstmal generell, ich finde sie wirklich gut. Bis ich sie jetzt alle getestet habe, sagt mir das am meisten zu. Weil es für mich die perfekte Mischung aus Aroma und Süße ist. Weil das hier war mir ja zum Beispiel zu sehr Aroma, zu sehr künstlich. Und wie gesagt, ich finde halt auch die Konsistenz richtig toll. Vor allem, wir haben ja auch kein Soja mit drin. Und die Konsistenz ist trotzdem mega gut geworden. Ja, also, muss sagen, das hier ist vom Geschmack intensiver als das hier. Aber hier hätte man, glaube ich, auch nicht mehr Aroma reinmachen können, ohne dass es zu künstlich wird. Protein Works. Und hier sind die Zutaten. Wieder die Proteinmischung mit Sojaprotein. Dann haben wir Erbsenprotein, Kürbiskernprotein, Sonnenblumenprotein, Reisprotein. Dann fettreduziertes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel wieder Sucralose, Digestive Enzymes, also irgendwelche Verdauungs... Ehrlich gesagt, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Deswegen möchte ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber es hat auf jeden Fall auch schon wieder direkt diesen künstlicheren Schokogeruch gehabt. Preistechnisch natürlich wieder genauso wie bei Vanille, 26,38 Euro. Und auch hier sind wir wieder bei den 374 Kalorien, 85 Gramm Protein. Ich weiß gerade nicht, ob es daran liegt, dass ich schon mehr drauf eingestellt jetzt war. Auch hier bin ich jetzt positiv überrascht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich generell nicht so der Vanille-Fan bin. Es kommt mir auf jeden Fall natürlicher vor als das in Vanille. Dadurch halt für mich deutlich angenehmer vom Geschmack. Und durch das Sojaprotein auf jeden Fall auch wieder diese cremigere Konsistenz. Also bei Protein Works gewinnt für mich auch das in Schoko. Wir machen in der gewohnten Reihenfolge weiter. Lily Sabri bzw. Lean. Wieder das Superfood Protein. Das heißt, wir haben Maca mit drin, die Chiasamen, Leinsamen. Diesmal sind die Nährwerte, nein, auch nicht besser. Also 344 Kalorien und 51 Gramm Protein. Preistechnisch sind wir hier auf jeden Fall wieder bei diesen 60 Euro pro Kilogramm. Und man muss halt in Deutschland noch den Zoll mit drauf zahlen. Jetzt soll es aber um den Geschmack gehen. Und ich sehe hier drin schon wieder die Chiasamen. Und irgendwie muss ich sagen, graut es mir etwas davor. Okay, da kann ich schon mal direkt sagen, der Geschmack ist vom ersten Eindruck deutlich positiver als bei Vanille. Man schmeckt das Maca schon noch mit raus, aber die Kakaonote ist intensiver. Und ich meine, wir hatten ja auch in dem von Tropica, ist ja auch Maca mit drin. Und da war es aber irgendwie ein anderes Maca. Also das, ich finde bei Maca, das kann entweder richtig gut schmecken oder es hat so eine... komische Note mit drin. Vielleicht ist es hier auch irgendwas anderes noch, was diese komische Note reinbringt. Vielleicht liegt es auch gar nicht am Maca. Und vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber hier sind, glaube ich, weniger Chiasamen drin. Zumindest hatte ich es noch gar nicht bisher unangenehm im Mund. Vielleicht sind die auch einfach alle hier unten noch drin.
Also weil hier sind 40 Gramm drin, deswegen habe ich auch hier wieder ein bisschen was drin gelassen. Fairness halber. Also ich finde das auf jeden Fall besser als das in Vanille von Lean. Also wenn ich mir nochmal eins kaufen müsste, dann wäre es definitiv das in Schoko. Last one, unser teuerstes Tropica. Da wird die Basis jetzt gleich sein wie bei Vanille. Ich werde es euch natürlich einblenden. Kakaopulver ist eben mit drin. Und was die Nährwerte angeht, sind es 408 Kalorien und 68 Gramm Protein. Also ich muss sagen, die Konsistenz ist wieder angenehm. Also ich finde, das ist so eine smooth Konsistenz irgendwie. Aber der Geschmack gefällt mir hier nicht so gut. Also bei Tropica gewinnt für mich Vanille. Zu wenig Schoko. Also was Tropica angeht, Vanille für mich der Gewinner. Ja, was jetzt diese internationalen Marken angeht, hat für mich definitiv Protein Works gewonnen. Weil die sich auf dieses Schoko-Thema konzentriert haben und nicht noch irgendwelche anderen Sachen mit reingewürfelt haben. Wir machen direkt weiter mit Schoko, aber mit neuen Marken. Jetzt habe ich so ein bisschen die natürlicheren. Hier einmal Sun Warrior und hier Vitane. Ist, wenn ich mich nicht täusche, eine neue deutsche Marke und auch sehr viel mit Nachhaltigkeit. Und Sun Warrior kennt man, glaube ich. Jedenfalls habe ich bei denen so zwei Probepäckchen bestellt. Beziehungsweise nicht bei denen selbst, sondern über einen anderen Shop, weil ich halt nicht noch mehr von diesen ganzen kompletten Packungen haben wollte. Das Doofe ist nur, ihr seht es vielleicht, also hier steht jetzt gar nicht so, was Zutaten, Nährwerte angeht. Und zwar habe ich einmal Classic Plus und einmal Classic Protein einfach. Wir starten mit dem Classic Protein, das habe ich hier drin. Fermentiertes braunes Reisprotein, holländischer Kakao, Schokoladenaroma. Okay, ich dachte irgendwie, die sind ohne Aroma. Guacamole, Meersalz und Stevia. Genau, mit Stevia süßen die hier. Wir haben 418 Kalorien und 81 Gramm Protein. Und ist auch nicht ganz so günstig. 47,93 Euro kostet das. Okay, nein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es am Stevia liegt. Von irgendwas ist hier definitiv zu viel drin. Oh, das schmeckt wirklich ganz schlimm. Das hier ist, glaube ich, das schlimmste Protein, was ich bisher hatte. Oh mein Gott, ich finde es ganz schlimm. Oh, nee, wirklich, ich kann das nicht trinken. Classic Protein, die Konsistenz war super sandig, also durch das Reisprotein. Es hat so eine total säuerliche, glaube ich, Note drin gehabt. Es war irgendwie, oh. Ja, das war irgendwie einfach nur schrecklich. Hab Angst vor dem zweiten hier jetzt, also dem Classic Plus. Also der Unterschied ist einfach in der Proteinzusammensetzung. Also dass wir hier eben noch Erbsen und Quinoa und Amaranth mit drin haben. 412 Kalorien, 77 Gramm Protein für euch. Also es ist besser, aber es ist nicht gut. I'm sorry, aber Sunbury ist für mich... Oh. Da bin ich raus. Die letzte Marke dieser Reihe ist, wie gesagt, Vitane und die Zutaten sind Erbsenprotein, Kakaopulver, Hanfsamenprotein, Reisprotein, Leinsamenprotein, Süßholzwurzelpulver. Dann haben wir noch Kürbisprotein und Flohsamenschalenmehl. Nährwerte 391 Kalorien, 67 Gramm Protein. Hier steht drauf Kakaogeschmack. Ich finde, da stellt man sich dann irgendwie schon mal anders drauf ein. Also erwartet nicht sowas krass Schokoladiges, wisst ihr, wie ich meine? Kostet übrigens 45 Euro auf ein Kilo. Okay, also ich muss sagen, vor allem jetzt im Kontrast zu dem von Sun Warrior, sehr milde, sehr, sehr natürlich, auch wirklich kakaoig und nicht schokoladig. Sowas wie Hanfprotein, ich finde, das schmeckt man halt einfach immer. Konsistenz finde ich aber echt gut. Es ist nicht so komplett wässrig oder so. Es hat nur nicht so diesen intensiven Geschmack eben. Und es ist auch wirklich eigentlich gar nicht süß. Den Tee, den ich halt kenne mit Süßholzwurzel, der ist halt wirklich super süß. Deswegen habe ich mir, glaube ich, schon ein bisschen was Süßeres erhofft. Aber so ist halt wirklich sehr natürlich. Es wird jetzt nicht mein Lieblingsprotein, einfach vom Geschmacksding her, weil es für mich dafür einfach zu wenig intensiv ist. Aber... ich finde es nicht schlecht. So gerade so was Zutaten und sowas angeht, finde ich es richtig cool. Ich mag es halt sehr in natürliche Richtung. Okay, ich dachte mir, wir ziehen die Markenkategorie jetzt heute noch durch, weil ich dann auch weg bin für eine Woche und ich die aber noch im direkten Vergleich gerne haben möchte, also Schoko und Vanille. Deswegen, let's go. Und zwar starte ich wieder mit Sun Warrior, weil ich mir dachte, dann habe ich es hinter mir. Vanille und diesmal nur das Class. Braunes Reisprotein, Vanillearoma, Guacamole, Meersalz und Stevia-Extrakt. Nährwerte sind 418 Kalorien, 81 Gramm Protein. Okay, ich bin beruhigt. Auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Weißt du, was in Schoko? Viel besser, wirklich viel besser. Bin trotzdem nicht so 100% Fan, muss ich sagen. Also ich habe halt sonst, glaube ich, kaum Lebensmittel in meiner Ernährung, die mit Stevia gesüßt sind.
glaube, es sind sonst alles immer so andere Süßungsmittel. Deswegen bin ich den Geschmack von Stevia, glaube ich, auch einfach nicht gewohnt und schmecke den halt immer direkt raus. Und das gefällt mir hier hauptsächlich, glaube ich, nicht. Dann dachte ich mir, machen wir wie eben schon weiter mit Vitane. Also die Basis wird gleich sein. Der wird mit Süßholzwurzelpulver, Bourbon-Vanille-Aroma. Ah, diesmal ist Aroma drin. Eine Bourbon-Vanille-Schoten. 390 Kalorien, 74 Gramm Protein. Konsistenz sieht mir dickflüssiger aus als eben. Okay. Ich glaube, ich muss nochmal schütteln. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich mache ja auch zum Beispiel meinen Cookie Dough mit Flohsamenschalen. Und die hier sind, glaube ich, irgendwie einfach zu sehr gerade angedickt. Also das ist... Ich probiere nochmal. Also als wären da so Stückchen drin, wie so ein bisschen... Ich würde es jetzt ungern sagen, aber so ein bisschen erbrochenesmäßig. Also gerade eben war das nicht so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe hier. Ich habe ja trotzdem gerade so ein bisschen den Geschmack gehabt, also es war auf jeden Fall wieder sehr natürlich. Man schmeckt hauptsächlich so das Hanfprotein, also es ist jetzt kein so klassischer Vanillegeschmack, den man sich vielleicht erhofft. Hier oben in dem Shaker ist so ein Sieb drin und das kommt da kaum durch den Sieb durch, wenn ich das gerade trinken will. Klingt das so in dem Sieb fest? Ach, ich glaube, ihr seht das nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht tasty. Wir kommen zu den letzten beiden in dieser Kategorie und das ist einmal True Nature. Hier muss ich sagen, das habe ich von einer Freundin bekommen und... Ich finde es irgendwie einfach gar nicht im Internet. Also ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat. Zutaten sind aber Erbsenprotein, Reisprotein, Hanfprotein, Vanillearoma, natürliches Aroma, Kokosmilchpulver, Gerstenmalzextrakt, Kokosblütenzucker, damit wird hier gesüßt. Dann haben wir Kichererbsenprotein, Kürbiskernprotein, Flohsamenschalenpulver, Guacamole und Himalaya-Salz. Also die Zutaten finde ich auf jeden Fall sehr interessant. 99 Kalorien und 71,1 Gramm Protein. Mhm. Also es ist ja Aroma und sowas drin, aber ich finde, es hat trotzdem einen schönen, natürlichen Vanillegeschmack. Die Konsistenz gefällt mir auch echt gut. I like. Wäre jetzt nur spannend, wie viel das gekostet hat. Okay, damit sind wir jetzt bei der letzten Marke und zwar Sunday Natural. Und da bin ich selber schon sehr, sehr gespannt, weil ich die Marke an sich eigentlich ganz cool finde. Proteinmischung aus braunem Reis, Mungobohnen, dann Erbsen, Hanf, Kürbiskern, Sonnenblume und braune Leinsamen. Ja, Kornwürzel, damit wird hier gesüßt. Lukuma, Banane ist mit drin. Echte Vanille, Cognac, Lokomanan, also für die Konsistenz. Nährwerte 363 Kalorien und 70 Gramm Protein. Ist allerdings tatsächlich das zweitteuerste überhaupt, was wir hier mit dabei haben. Kostet nämlich auf 1 Kilo 57 Euro. Das geht mir doch zu sehr ins Natürliche. Also es ist kaum süß. Es ist sehr dieses Reis von der Konsistenz her, also sehr... sandig. Und es ist noch irgendein Geschmack mit drin, der ganz komische Note mit reinbringt. Ich kann es nur nicht zuordnen. Ich glaube aber mehr als der Geschmack stört mich tatsächlich die Konsistenz. Also ich glaube, damit haben wir einen eindeutigen Gewinner, was mein Vanilleprotein aus dieser Kategorie angeht. Und zwar dieses hier von True Nature. Es ist zu viel Zeit vergangen, die ersten Parts von diesem Test hier gefilmt habe, weil ich die ganze Zeit noch auf ein Proteinpulver gewartet habe. Aber das ist auch nach wie vor noch nicht da und ich dachte mir, bevor ich jetzt noch länger warte, ist jetzt einfach fertig. Es geht, kann ja auch einfach kurz sagen, es geht um Evo Sports Fuel. Die gibt es ja noch nicht so lange und ich habe aber erfahren, dass die eben ihr veganes Proteinpulver launchen wollen. Und eigentlich hätte das schon vor, ich glaube, 2 Monaten geschehen sollen, aber Rohstoffmängel und so weiter und so fort. Deswegen, ich kann es auch nachvollziehen, aber ich will euch jetzt ja auch nicht noch länger warten lassen. Und vor allem bei mir im Zimmer steht auch diese ganze Range hier an Proteinpulver die ganze Zeit rum. Und ich will das jetzt ehrlich gesagt einfach abschließen. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einfach weiter. Und falls sie noch dazu kommt, dann ergänze ich es einfach noch. So, wir sind nämlich jetzt bei den klassischen Marken, die man auch so von Instagram und sowas hauptsächlich kennt. Nutri, Rocker Nutrition, Zec Plus, Foodspring, More Nutrition, ESN und Prozis habe ich. Hier steht jetzt jeweils Vanille und Schoko. Ich habe von Vanille tatsächlich nur 3 Marken, also nur 3. Rocker und Foodspring hatten Vanille. Aber gut, so ist es. Nur 3. Ich habe es hier wieder drin, wie es gehört. Und wir... Ich bin schon ganz aus dieser Routine hier wieder raus. Wir haben 73 Gramm auf 100, also Protein und 392 Kalorien. Erbsenprotein, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, natürliches Aroma, Johannesbrot, Keimlingprotein, Meersalz, Süßungsmittel ist Stevioglycosid und Sucralose und dann haben wir noch Siliziumdioxid. Kostet 24,90 Euro, ist glaube ich tatsächlich das
insgesamt günstigste Proteinpulver überhaupt. Ich werde beobachtet. Konsistenz ist ganz gut. Ich finde auch, dass es nicht zu künstlich schmeckt. Ist echt ganz lecker. Ist ein bisschen sandig. Also an der Konsistenz könnte man auf jeden Fall noch arbeiten. Aber so geschmacklich finde ich es gut. Ist, wie gesagt, auch nicht zu krass süß. Machen wir weiter mit Rocker Nutrition direkt. Fava-Bohnenprotein, Erbsenprotein, dann haben wir Aroma. Das dürft ihr euch selber durchlesen, aber gesüßt wird auf jeden Fall ebenfalls mit Sucralose und Stevioglycosiden. Wir haben 80 Gramm Protein auf 402 Kalorien. Und das ist das No Whey Pro. Also es gibt ja verschiedene von Rocker und in meinem letzten Proteinpulver-Test hatte ich deren anderes schon getestet. Ich heiße, glaube ich, ganz normal einfach nur No Whey und das ist jetzt das No Whey Pro. Also das hat mehr Protein. Wie gesagt, 80 Gramm auf 100 kostet 39,90 €. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, ob ich mich bei nur 3 irgendwo verrechnet habe. Aber das ist halt wirklich, also 15 € günstiger als Rocker. Schon krass. So, hier haben wir es drin. Farbe ist auf jeden Fall auch anders, also es sieht ein bisschen unnatürlicher aus. So. Und es riecht ja wirklich sehr süß. Mhm. Oh. Okay, es ist wirklich, es ist zu süß. Die Konsistenz ist ganz gut, vor allem weil es nicht so sandig ist. Jetzt gerade im Vergleich ist hier die Konsistenz definitiv besser. Also wässrig ist es schon, aber es ist nicht, man hat überhaupt nichts Sandiges. Also wirklich, das ist ultra smooth, aber es ist sehr künstlich. Also das muss man schon mögen. Ich muss zugeben, ich habe es schon das ein oder andere Mal fürs Backen verwendet. Also müsst ihr dann tatsächlich gar nicht mehr selber so viel süßen. Das ist ganz cool, aber so als Shake wäre mir das persönlich zu süß. Last One Food Spring, 39,99 €, 69 Gramm Protein und 386 Kalorien. Auch Vitamin B12, B6 und Zink mit drin. Folsäure und Biotin. So Konsistenz, also jetzt gerade vor allem im Vergleich zu den ersten beiden ist das deutlich dickflüssiger. Das hatten wir doch schon mal. Ich weiß schon gar nicht mehr, bei welcher Marke das war. Aber auch das, dass das so ultra angedickt ist. Also viel zu sehr. Ich kann das so nicht trinken. Ich muss mal kurz. So. Probieren wir das nochmal. Also irgendwie sind da Klümpchen drin. Und ich habe hier so einen Ball drin. Also eigentlich bei den anderen hat es das trotzdem auch immer richtig gut aufgelöst. Also irgendwie, ja. Also kann man machen. Mit mehr Wasser, definitiv nehmt mehr Wasser. Also geschmacklich kann man es echt ganz gut mit dem von Nutri vergleichen. Es ist relativ natürlich. Hier ist die Konsistenz an sich halt besser, wenn man es dickflüssiger mag. Ihr müsst trotzdem definitiv mehr Wasser nehmen. Und es ist auch nicht so sandig. Ich glaube, ich finde es sogar besser als Rocker, weil es eben nicht so krass künstlich schmeckt. Also das kann man definitiv auch als Shake gut trinken. Bei Vergleich auf jeden Fall ja nochmal diese 15 € teurer. Ja, je nachdem, worauf ihr da am meisten Wert legt. Könnt ihr wählen, aber ich glaube, das wäre tatsächlich jetzt so mein Favorite. Wir machen weiter mit Schoko und starten wieder mit Nutri. Zutaten und Nährwerte könnt ihr euch durchlesen. An sich sind die Zutaten gleich, außer dass jetzt hier eben noch Kakaopulver mit drin ist. Also, das kommt mir deutlich süßer vor als Vanille. Und das ist leider so ein bisschen stechende Süße. Aber die Konsistenz ist deutlich besser als bei Vanille, weil es nicht so sandig. Rocker Nutrition, wieder No Whey Pro und wieder 80 Gramm Protein auf 399 Kalorien. Cheers. Okay, ich nehme zurück, was ich gesagt habe über das, dass das mir zu süß ist, weil das ist nochmal ein anderes Level. Das ist zu süß, Leute. Das ist wirklich zu süß. Konsistenz ist wieder mega, ist schön, richtig, richtig schön smooth. Wirklich, da ist gar nichts, aber es ist wirklich viel zu süß. Also Brownies oder sowas kann man damit gut machen, weil man selber nicht mehr viel nachsüßen muss. Ja, nee, ich muss mal kurz nur drei. Ja, also das ist wirklich deutlich, deutlich angenehmer zu trinken. Wir machen weiter mit More Nutrition und ESL. Die wollte ich unbedingt gegeneinander auch testen, weil die ja eigentlich quasi zusammengehören, die beiden Unternehmen inzwischen. Dementsprechend hier einmal More und hier einmal ESN. More ist der Geschmack Fine Milk Chocolate und ESN ist Hazelnut Nougat. Liegt daran, weil ich den hier schon daheim hatte. Ich habe aber wirklich noch nie als Shake getrunken. So, und das von More kenne ich allerdings noch nicht. Ich habe jetzt aber gesehen, dass es von ESN den Geschmack jetzt auch, also Fine Milk, also so ein Milk Chocolate Shake-mäßigen Geschmack. Und von More gibt es auch
Hazelnut Nougat. Ich habe vorher noch ein Brötchen gefunden. Also mir ist erst eingefallen, nachdem ich das hier gerade alles schon angemixt habe. Das heißt aber, ich kann das hier gleich auch nochmal testen, dass wir die beiden Geschmäcker dann wirklich direkt im Vergleich haben, dass ich euch da die Unterschiede mitteilen kann. So, wir starten aber auf jeden Fall mit Monotrition. Wir haben Erbsenprotein, Kürbisprotein, Kakaopulver ist drin, Aroma, Sonnenblumenprotein, Verdickungsmittel ist Xanthan, Süßungsmittel ist Sucralose und Stevia-Glycosid und Salz. Nährwerte 66 Gramm Protein und 381 Kalorien, also auf jeden Fall schon mal weniger Protein. Okay, also ist auch tendenziell ein bisschen zu süß, aber definitiv schön schokoladig. Muss aber sagen, und das sieht man auch ein bisschen, dass es nicht ganz so smooth ist. Also was das angeht, da ist Rocker, das No Whey Pro, wirklich krass gewesen. Also ich glaube, ich hatte noch nie so ein krass löslich, smoothes, veganes Protein. ESN. Hier haben wir 71,5 Gramm Protein auf 382 Kalorien. Ja. Also das ist halt wirklich dieses Haselnuss-Nougat-mäßige, was ich halt richtig gerne mag. Ich glaube, es erinnert mich an Hanuta. Irgendwie ist hier auch noch so ein waffeliger Geschmack mit dabei. Ich kann es nicht ganz beschreiben, aber es ist echt lecker. Auch als Shake definitiv auch eher in die süße Richtung. Aber das kann man auf jeden Fall im Gegensatz zu dem von Rocker auch gut als Shake trinken. Monotrition 34,43 Euro auf ein Kilo und ESN 32,86 Euro auf ein Kilo. Also ESN scheint mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen günstiger zu sein als More, wobei ich glaube, es liegt auch daran, dass ich hier eine 600 Gramm Dose habe und ich glaube, wenn man da direkt ein Kilo bestellt, dann werden die sich preislich wahrscheinlich nicht viel tun. Ja, kann auch sein, dass sich in den Preisen übrigens nochmal was geändert hat im Laufe der Zeit, weil ja aktuell schwierig. Ja, also, here we go. Hazelnut Nougat von More Nutrition. Ich habe gerade eben schon mal gecheckt. Nährwerttechnisch ist das wieder mit weniger Protein. Kalorientechnisch gleich. Also wir haben hier 5 Gramm weniger Protein, glaube ich, als zu dem von ES. Und die Zutaten sind auch nicht dieselben. Zumindest ist es auf jeden Fall eine andere Reihenfolge. Und hier wird jetzt auch mit Sucralose und Acesulfam K gesüßt. Hier war es ja noch mit Stevia. Okay, es kommt mir süßer vor als ESN. Auf jeden Fall. Wenn ihr den Geschmack Nuss-Nougat-Praline oder Haselnuss-Nougat haben wollt, ich würde den von ESN empfehlen. Schmeckt mir besser. Ist ein bisschen weniger süß. Irgendwie schmeckt der für mich abgerundeter. Ich weiß nicht. Und ich habe auch das Gefühl, die Konsistenz ist hier besser. Wir starten in die letzte Runde. Und zwar erstmal mit Zack Plus in Zusammenarbeit mit Sunny Nose. Wir haben 418 Kalorien und 65,7 Gramm Protein bei diesem Proteinpulver. Ansonsten Erbsen, Hanfprotein, dann haben wir Kakaopulver, indisches Stachelbeerpulver, wir haben natürliches Aroma, MCT-Fettpulver, gesüßt wird mit Stevia, ansonsten haben wir Meersalz, Bambusextrakt, Verdickungsmittel ist Cognac, 39,40 Euro. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mir davor die Zutaten angeschaut habe, aber man schmeckt auf jeden Fall, dass das nicht nur so Kakao ist, sondern dass da schon noch irgendwas mit bei ist. Konsistenz ist richtig gut, ihr seht es wahrscheinlich auch, also es ist null sandig oder so. Es ist halt relativ flüssig, also es ist jetzt kein besonders cremiges Pulver. Im Geschmack stört mich diese Note tatsächlich, die da noch so mit drin ist. Also, ja, wäre jetzt nicht so mein Favorite. Gut halten muss, dass das Proteinpulver, also die Proteinkomponenten in Bio-Qualität sind. Also falls ihr darauf achtet. Ich glaube, komplett Bio ist es nicht, wegen des Süßungsmittels. Also ich glaube, Stevia kann man nicht bio-zertifizieren lassen, aber ja. Okay, letzte Marke, und da bin ich jetzt sehr gespannt, ist Prozis. Und ich habe es jetzt hier auch so gemacht, damit ich nicht noch mehr Shake-Material habe. Ich habe alles in der Küche, also es ist alles zusammengekippt. Ich werde da draußen ein Ice Cream machen, irgendwas backen, also ja. Aber ich will nicht noch mehr haben, weil das komme ich mit dem Backen heute nicht mehr hinterher. Jedenfalls, ich habe das jetzt deshalb nur in so 50 Milliliter, natürlich auch die Pulver angepasst. Also 50 Milliliter, 5 Gramm, dass das Verhältnis dasselbe ist. Wir haben auf jeden Fall verschiedene Proteinpulver, habe ich bei denen gefunden. Ich dachte, ich teste ich auch 3 verschiedene für euch, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser einordnen könnt, welches sich eher lohnt. Komischerweise hatten auch die keinen Vanillegeschmack. Zutatenliste ist relativ lang, deswegen lese ich euch die jetzt nicht vor. Aber das erste hier ist mit Sojaprotein. Das ist auch das günstigste, kostet 22 Euro. Dann ist das insgesamt das günstigste, nicht von nur 3. Das ist aber eben, wie gesagt, mit Soja, falls ihr darauf achtet, dann ja. Aber wir testen erstmal so. Aber wir haben hier wieder diese Digestzyme. Die hatten wir doch
Die hatten doch bei Vanni bei Lily Sapri. Das hat genau diese Note auch. Also ist halt so ein Beigeschmack. I don't know. Aber Löslichkeit, Konsistenz ist ganz nice. So, dann machen wir weiter mit dem Premium veganen Protein. Hier ist jetzt kein Soja mit drin. Hier hatten wir 70 Gramm Protein, hier sind es 67. Also macht jetzt nicht den riesen Unterschied. Okay, das schmeckt definitiv schokoladiger. Gefällt mir das hier besser. Sind hier, doch, da ist auch dieses Digestzyme ist auch mit drin. Aber ich finde, es kommt nicht ganz so raus. Also mir schmeckt das hier besser. Aber man muss sagen, die Konsistenz ist nicht so gut. Also hier ist ein bisschen sandiger als in dem mit Soja. Nur diesen ganzen Test, damit ich hier auch nochmal was in Bio-Qualität für euch mit drin habe. Ich glaube, die ganzen anderen dieser Marken jetzt waren alle nicht Bio. Hier ist jetzt aber Bio, kostet dementsprechend aber auch ein bisschen mehr und zwar 25 Euro. Und hier haben wir jetzt auch nur 57 Gramm Protein. Das ist mit Erythrit und mit Xylit gesüßt. Ich finde, das schmeckt man jetzt nicht unbedingt raus. Das haben ja viele, dass sie das nicht mögen, weil es so einen kalten Geschmack irgendwie noch mit bei hat. Das schmecke ich hier jetzt zum Beispiel gar nicht. Aber es ist wirklich sehr natürlich. Also gerade vor allem nach den letzten, die ich jetzt alle so hier probiert habe, also jetzt nicht unbedingt die Range, sondern die davor, ist das wirklich sehr natürlich. All in all, was Process angeht, haut mich nicht so unbedingt vom Hocker. Es war eine schwere Geburt, aber here it is. Unser letztes Proteinpulver, unsere letzte Marke, Evo Sports Fuel. Es kommt tatsächlich auch erst heute raus. Dementsprechend ist es das einzige Protein, das ich jetzt auch nicht, ich glaube zumindest, doch, ich glaube, der Rest habe ich alles selbst bestellt, selbst bezahlt. An dieser Stelle, wie gesagt, es kommt erst heute raus. Dementsprechend habe ich es netterweise zugeschickt bekommen. Vielen Dank, Leni, falls du das hier siehst. Ich habe das Gefühl, ich habe sie richtig genervt. Es tut mir so leid. Aber ich wollte dieses Video jetzt endlich für euch haben. Und ja, here we go. Wir haben zwei Geschmäcker, Vanille, Butterkeks und Schoko. Also perfekt für unseren Test. Und die Zutaten und Nährwerte zeige ich euch sehr gerne. Protein ist Ackerbodenprotein, Erbsenprotein und Reisprotein. Gesüßt wird hier mit Sucralose. Und wir haben 417 Kalorien und 81 Gramm Protein. Generell mal ganz kurz dazu sagen muss, bei dieser Marke, was solche Aspekte angeht, Performance, Qualität, vertraue ich hier schon sehr drauf. Ich glaube zwar, also die vor allem, die mich kennen, die wissen es eh. Ihr bekommt, auch wenn ich Sachen zugeschickt bekomme, immer meine ehrliche Meinung. Also das steht für mich über allem, hier ehrlich zu sein. Und deswegen bekommt ihr das natürlich auch hier. So, wir starten mit Vanille-Butterkeks. Riechen ist auf jeden Fall sehr nice. Also Konsistenz gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Es ist nicht zu wässrig. Eine leichte Cremigkeit ist mit drin. Hat sich auch ganz gut gelöst. Ein bisschen sandig ist es noch, aber geht auf jeden Fall gut klar. Was den Geschmack angeht, also man merkt auf jeden Fall das Keksige noch mit drin. Ich glaube, zum Backen könnte das sau nice sein. Immer Geschmackssache, aber ich glaube, mir ist es tatsächlich ein kleinen Tick zu süß. Definitiv nicht so süß wie Rocker oder so. Ich würde sagen, es liegt zwischen Rocker und Nutri von der Süße her. Vielleicht ist es, glaube ich, es ist so süß wie ESN. Mit dem zweiten Geschmack weiter und Nährwerte zeigen, aber die sind eigentlich, glaube ich, gleich. Außer, dass hier eben noch bei Schoko Kakao mit drin ist. Genau, ansonsten 409 Kalorien, 81,2 Gramm Protein. Das riecht nach Brownie. Okay, ich glaube, das gefällt mir nochmal besser. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen abgerundeter noch. Es ist ein bisschen weniger süß, das kommt wahrscheinlich auch durchs Kakaopulver. Und ich habe auch das Gefühl, die Konsistenz ist hier besser. Ich muss mal kurz einen Vergleich. Ja, doch. Also Schoko ist mein Favorite. Ich finde beide echt gut. Also, das Warten hat sich gelohnt. Ich wurde zum Glück nicht enttäuscht. Persönlich wäre Vanille-Butterkeks ein Ticken zu süß als Shake. Aber ich glaube, zum Backen stelle ich mir das richtig nice vor. Ich bin gerade sehr happy, dass es gut ist. Wenn das jetzt nicht gut gewesen wäre, dann wäre es echt ein bisschen traurig gewesen, dass ich dafür dieses Video so lange herausgezögert habe. Ich weiß jetzt nur leider noch nicht, wie viel es kosten wird. Beziehungsweise vielleicht hat Leni mir geantwortet. Nein, noch nicht. Ich schreibe es euch auf jeden Fall dazu, wie viel es kostet. Werde das dann natürlich auch in meine Wertung mit einfließen lassen. Wie gesagt, Konsistenz, Geschmack, da auf jeden Fall top. Preis kommt natürlich auch in die Wertung mit rein. Dementsprechend, we will see. Aber ja, ich filme jetzt noch ein Outro und dann bin ich sehr, sehr happy, dass dieses Video finished ist. Und das war's auch schon, falls man das nach so einem langen Video sagen kann. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass es euch weitergeholfen hat, dass es euch gefallen hat. Lasst mich gerne wissen, was so eure liebsten veganen Proteinpulver sind, falls ich irgendwas vergessen haben sollte.
Wie gesagt, ich habe noch einen ersten Teil, also bevor ihr hier irgendwas kommentiert, was ich anscheinend noch nicht getestet haben sollte, dann schaut euch erstmal den an, weil da sind auch noch sehr, sehr viele Marken mit drin. Und ich weiß, dass sich einige immer so ein finales Fazit wünschen, indem ich nochmal sage, was mein liebstes Proteinpulver überhaupt ist. Aber ich finde, das kann man so gar nicht sagen, vor allem, weil ich ja auch nicht weiß, worauf ihr individuell Wert legt. Und genau deswegen teste ich so ausführlich, dass ich euch noch Zutaten und Nährwerte zeige, weil der eine verträgt so, ja, der andere nicht, der eine mag diesen Süßstoff lieber, der andere möchte komplett auf Süßungsmittel verzichten und so weiter und so fort. Oder man muss eben ein bisschen mehr aufs Geld achten. Dementsprechend teste ich das so ausführlich, damit ihr schauen könnt, okay, was passt für meine Anforderungen, welches ist in dem Rahmen das beste Proteinpulver. Ich hoffe, das konnte ich erfüllen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Wenn dem so ist, dann freue ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben, ein Abo, einen Kommentar, würde ich sagen. Schaut gerne bei Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.